Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hausapotheke für die Seele. Welche Pflanze stärkt mich heute? Und ich habe diesmal das Kartenset Heilkraft aus der täglichen Nahrung intuitiv hergenommen. Und hier sind 49 Pflanzen, Obst-, Gemüsepflanzen, die wir so in unserer täglichen Routine zu uns nehmen. Genau, und aus diesem Kartenset habe ich gerade die Banane gezogen. Die Banane steht für Energiekick. Ich habe die Kraft, immer wieder neu anzufangen. Die Qualität der Banane hilft, Rückschläge wegzustecken und einem Stehaufmännchen gleich einen neuen Anlauf zu wagen. Schlechte Erfahrungen aus der Vergangenheit haben keine Macht mehr über mich. Ich fasse neuen Mut. Die innere Antriebskraft in jeder Körperzelle bringt mich voran. Als ich mich mit der Banane beschäftigt habe, das war im Jahr 2012, war für mich sehr stark das innere Bild da von einem Stehaufmännchen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von früher, ich hatte so ein Spielzeug, so ein Maxerl, das unten den Schwerpunkt hatte und je nachdem, wie man es hingestellt hat, das hat sich immer wieder aufgerichtet. Und genau so ist für mich die Energie oder die Qualität der Banane auf der seelischen Ebene. Und wenn man dann das Begleitbuch zur Hand nimmt, kann man darin lesen, dass die Banane nicht nur eine Pflanze ist, die sehr viel Traubenzucker enthält, also die uns so einen richtigen, auch auf körperlicher Ebene, Energiekick verpassen kann, sondern sie enthält auch die Aminosäure Tryptophan, die im Körper zu Serotonin umgewandelt wird, also zu unserem körpereigenen Glückshormon. Das heißt, wenn wir uns an trüben Tagen nicht so gut fühlen vielleicht, dann könnten wir uns eine Banane genehmigen, eventuell in einem Shake mit Mandelmilch, mit ein bisschen Agavensirup, mit etwas Zimt, wenn es kühle Jahreszeit ist. Und das kann uns wieder auf die Beine helfen. Ganz lustig ist auch, dass die Banane früher in Lebensmittelgeschäften oft so gehangen ist. So habe ich Bananen kennengelernt und ich dachte immer, naja, die wachsen so. Aber das stimmt nicht. Bananen sind Stauden, deren Früchte so wachsen. Einem Stehaufmännchen gleich. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute für den Tag. Tschüss.